Ja, Russlands Präsident Putin hat gestern die Teilmobilmachung erklärt. Bei mir jetzt Set zu Gast Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Frau Wagenknecht, gestern gingen vermutlich 10.000 Russen auf die Straße. Es gab eine Verhaftungswelle von über Tausenden, wurde verhaftet. Die riskieren viele Jahre Haft dafür, dass sie gestern auf die Straße gegangen sind. Sie protestieren gegen diesen Krieg. Und wie ist da Ihre Position? Weil Sie sagen ja, Putin habe sozusagen reagiert auf Deutschlands Sanktionen, dass Deutschland einen Wirtschaftskrieg angefacht habe. Wie sehen Sie jetzt diesen, dass die Menschen dort auf die Straße gehen? Ja, das eine ist ja der Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg ist verbrecherisch, der ist zu verurteilen. Und natürlich verstehe ich, dass die Menschen in Russland, die jetzt protestieren, die jetzt demonstrieren, auch schlicht Angst haben, dass sie im Rahmen dieser Teilmobilmachung selber in diesen Krieg verheizt werden. Und etwas anderes ist es allerdings, wie der Westen auf diesen Krieg reagiert. Ich finde, wir müssen Druck machen, dass das Sterben aufhört, dass es Verhandlungen gibt, dass es eine Friedenslösung gibt. Aber die Wirtschaftssanktionen, die wir verhängt haben, die haben ja bisher nicht dazu geführt, dass Putin unter Druck kommt, sondern im Gegenteil, die russische Staatskasse ist voll wie nie. Gazprom hat mehr Gewinne gemacht im ersten Halbjahr als vorher, während hier in Deutschland unglaubliche wirtschaftliche Verheerungen sich anbahnen. Also im Grunde eine wirtschaftliche Katastrophe droht, viele kleine, mittlere Unternehmen zerstört werden, unsere Industrie zerstört werden könnte. Und deswegen war das sicherlich keine sinnvolle Reaktion. Sie sagen aber, es muss beendet werden natürlich, das Morden. Das ist auch Ihre Meinung. Aber was hätte dann Deutschland tun können, außer Sanktionen? Ja, wir hätten stärker Druck machen müssen, dass verhandelt wird. Oder müssen das auch nach wie vor. Aber Sanktionen sind ja ein Druckmittel, das verhandelt wird. Ja, aber wenn die Sanktionen nicht den unter Druck setzen, auf den man Druck ausüben möchte, sondern uns selbst zerstören, unsere Wirtschaft zerstören, dann ist das ja ein schlechter Schritt. Also das kann man ja nicht sinnvoll vertreten, sondern ich finde es auch nach wie vor unbedingt notwendig, an beide Kriegsparteien zu appellieren. Das gilt auch für die Ukraine, kompromissbereit zu sein und auch auch zur Hilfenahme internationaler Vermittler, neutraler Länder. China hat sich jetzt geäußert. Der mexikanische Präsident hat einen Friedensplan vorgelegt. Israel wäre vielleicht auch ein Land, das vermitteln könnte. Aber vor allem müssen doch auch die Europäer endlich auch an die Adresse von Washington sagen, es kann nicht sein, dass wir diesen Krieg so lange mit Waffen munitionieren, bis er immer weiter eskaliert und möglicherweise das Schlimmste droht. Weil die Diskussion über Atomwaffeneinsätze in Russland, sicherlich ist das auch etwas, um uns unter Druck zu setzen. Aber andererseits muss man natürlich auch sehen, die New York Times hat das jetzt sehr klar gesagt, wenn Putin in die Enge gedrängt ist und mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist er am gefährlichsten. Und diesen Zustand sollten wir nicht eintreten lassen, weil das vor allem auch dann letztlich auch in Europa. Aber es war ja vor Ausbruch des Krieges, waren ja Scholz dort, Macron dort, es waren viele Politiker bei Wladimir Putin, haben versucht, ihn davon zu überzeugen, es nicht zu tun. Dann kam eben doch dieser Überfall auf die Ukraine. Man musste ja dann reagieren. Wenn nach Ihrem Plan würde man heute vermutlich immer noch versuchen, irgendwie Appelle an ihn zu richten, aber es hätte nichts gebracht. Und man muss hinzufügen, die Ukraine würde jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr als Ukraine bestehen, wenn sie keine Waffen aus dem Westen bekommen hätte. Donani hat ein sehr kluges Buch auch über die Vorgeschichte dieses Krieges geschrieben und er ist ja überzeugt, dass der entscheidende Fehler war, dass Joe Biden nicht bereit war, mit Putin über die Frage einer NATO-Mitgliedschaft auch nur zu reden. Und das war ja immer der Zankapfel. Russland hat immer gesagt, wir wollen nicht, dass die Ukraine formal oder auch de facto Mitglied der NATO wird, weil wir Angst haben, dass es dort irgendwann Raketenbasen gibt, so wie jetzt schon in Polen und Rumänien. Und dann diese Raketen. Aber es steht ja in den Statuten der NATO, dass man keinem Land den Beitritt verweigern darf. Das hätte ja dann Putin gewollt. Aufgenommen worden, weil damals Frankreich und Deutschland ihr Veto eingelegt haben. Die Amerikaner haben aber sind ihren eigenen Weg gegangen und haben de facto die ukrainischen Streitkräfte immer mehr in die NATO integriert. Nun ist das Vergangenheit, aber ich glaube schon, wenn Biden sich damals anders verhalten hätte, vielleicht wäre das Ergebnis auch ein anderes. Jetzt haben wir diesen Krieg und jetzt müssen wir alles tun, dass er beendet wird, dass das Sterben aufhört. Und es wurde uns immer gesagt, ja, wenn wir Waffen liefern, dann beendet das diesen Krieg. Und tatsächlich haben die westlichen Waffenlieferungen diese Offensive der ukrainischen Armee, die Geländegewinne, ermöglicht.
Aber wir sehen jetzt eben auch, dass auf diesem Weg wahrscheinlich kein militärischer Sieg irgendwie realistisch in Reichweite ist, weil Russland reagiert. Und die Scheinreferenden, die Teilmobilmachung, auch das zunehmende Angreifen ziviler Infrastruktur in der Ukraine, das sind jetzt die russischen Reaktionen. Und deswegen, glaube ich, muss man klar konstatieren, im Grunde kann keine... Es geht ja auch nicht ums Gewinnen, es geht ja darum, die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition zu bringen. Aber gehen wir mal davon weg, ich möchte... Nur Selenskyj sagt, er will nicht verhandeln, solange nicht der letzte Russe von der Krim verschwunden ist. Wenn man das sagt, dann hat man ein Ziel, das man zwar moralisch gerechtfertigt finden mag. Klar, es ist völkerrechtlich völlig klar, die Ukraine ist ein souveränes Land, aber das überhaupt nicht realistisch ist. Also de facto sagt er damit, er will nicht verhandeln. Und das halte ich nicht für verantwortungsvoll, weil die Frage ist doch, wie viele Menschen sollen noch sterben? Ja, es gab auch mal eine andere Position, die ging in die Richtung, sozusagen den Zustand vor dem Angriff im Februar. Ja, aber das wäre doch ein Weg, also in diese Richtung zu verhandeln, zu versuchen, das wird jetzt immer schwieriger, dass es für den Donbass eine Art Autonomierecht gibt und vor allem auch die Neutralität der Ukraine. Das war ja immer der Korridor, der für Friedensgespräche denkbar war, aber wenn man diesen Korridor beschreiten will, dann muss man das signalisieren. Und wenn man immer mehr Waffen liefert und dann die russischen Gegenreaktionen erfolgen, wird es ja immer unwahrscheinlicher, dass man sich irgendwann in Gesprächen auf so eine Lösung verständigen kann. Position vieler ist eben anders. Sie sagen, sie müssen der Ukraine die Waffen geben, weil sonst hat sie keine Chance. Aber kommen wir mal zu Ihrer Partei, weil in Ihrer Fraktion gab es ja auch eine Abstimmung darüber. Da gab es, sage ich mal, Appelle, dass das nicht mehr sein darf, dass Sie diese Rede gehalten haben hier im Bundestag. Jetzt hat sich die Fraktion dagegen entschieden, irgendetwas zu ändern. Aber trotz allem fühlen Sie sich in Ihrer Fraktion, in der Linkspartei, noch wohl, noch heimisch? Ich habe noch nie auf eine Rede so viele positive Reaktionen aus der Bevölkerung bekommen. Ich muss sagen, ich bin auch wirklich entsetzt, wie teilweise in Deutschland Debatten geführt werden. Also wenn ich in einer Rede im Bundestag den Krieg in der Ukraine als Verbrechen bezeichne, aber die Sanktionen kritisiere mit dem ausdrücklichen Argument, dass sie uns mehr schaden als Russland, dass das dann als eine pro-russische Rede Ich denke mal, es lag eher daran, dass Sie gesagt haben, Deutschland führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Der Fall. Also natürlich führen wir einen Wirtschaftskrieg. Man kann ja darüber streiten, ob der gut oder schlecht ist und wem er mehr schadet. Ich meine, er schadet vor allem uns. Also de facto führen wir einen Wirtschaftskrieg gegen die eigene Bevölkerung. Aber den Begriff in Frage zu stellen bei 7 Sanktionspaketen, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ich finde, das ist aber doch eine, sage ich mal, weitreichende Interpretation, wenn jemand Sanktionen verhängt gegen einen Aggressor und Sie sagen dann, er führt in dem Moment gleich einen Wirtschaftskrieg. Ja, man kann doch sagen, ja, natürlich ist es ein Wirtschaftskrieg, wenn ich kein Angriff. Verträge breche. Also die EU hat ja, sie hat die Zentralbank die Reserven enteignet, die russischen Banken aus dem SWIFT ausgegrenzt, für ganz, ganz viele russische Produkte Embargos verhängt. Das bezeichnet man mit dem Begriff Wirtschaftskrieg. Das hat der Spiegel gemacht, das hat Herr Habeck gemacht. Also ich finde auch immer so merkwürdig, wenn man sich an solchen Begriffen aufhängt. Wir sollten darüber diskutieren, ist das sinnvoll? Beendet das den Krieg in der Ukraine? Oder schaden wir vor allem unserer Wirtschaft, bedrohen wir den deutschen Wohlstand, die Lebensverhältnisse der Menschen, bedrohen wir die Menschen, dass sie einen massiven sozialen Abstieg erleben müssen hier im Land, während Aber Russland sich ja auch, einfach neu orientiert. Sie wissen ja auch, Sie können das Rad auch an der Stelle nicht mehr zurückdrehen. Sie können jetzt nicht sagen, ja, jetzt liefer uns bitte wieder Gas, machen Nord Stream 2 auf, alles vergeben, vergessen, wir nehmen die Sanktionen zurück. Also es geht Was nicht wäre um vergeben und vergessen. Es geht darum, ob die Regierung ihr Versprechen eingelöst hat, Alternativen zu finden. Und sie haben keine gefunden. Wir haben aktuell keine bezahlbare Alternative zu russischem Gas und übrigens auch nicht zu russischem Öl. Und in der Situation, das mag einem ja nicht gefallen, aber sind wir abhängiger von Russland als Russland von uns, weil Russland kann seine Energie woanders verkaufen. Andere Länder kaufen die mit großer Freude. Und wir haben früher auf Kriege auch nicht mit solchen Boykotten geantwortet und mit solchen Wirtschaftskriegen, sondern wir haben früher bei anderen Kriegen anders reagiert. Und das finde ich eine Doppelmoral. Also wir verhandeln zum Beispiel jetzt mit Aserbaidschan über eine Ausweitung der Gaslieferungen. Frau von der Leyen war gerade da. Aserbaidschan hat vor 2 Jahren Armenien überfallen, hat seine Grenzen völkerrechtswidrig verschoben, hat gerade vor kurzem noch einmal ist militärisch eingefallen. Also macht genau das Gleiche, aber das kommt nicht in die Medien und da kaufen wir Gas. Herr Scholz fährt in die Vereinigten
Arabischen Emirate. Das ist ein Land, das seit Jahren mit Saudi-Arabien zusammen den Jemen bombardiert. Ungefähr 300.000 zivile Opfer sind dort zu beklagen. Das ist ein furchtbarer Krieg. Und ich finde diese Doppelmoral verlogen. Ich finde, alle diese Kriege sind ein Verbrechen. Aber wenn wir jetzt ernsthaft die Position vertreten wollten, dass wir mit keinem Land mehr Handel treiben, dass eine Politik macht, die uns nicht gefällt, ja, wer bleibt dann noch übrig? Wir sind ein rohstoffarmes Land, wir sind ein energiearmes Land. Und deswegen haben wir bei bestimmten Fragen auch nicht unbedingt die Wahl, zu sagen, ja, wir machen nur noch mit lupenreinen Demokratien Wirtschaftsbeziehungen. Und selbst bei den Demokratien, ich meine, die USA hat sehr viele völkerrechtswidrige Kriege selber vom Zaun gebrochen. Also auch da wird es eng. Okay, das war wieder ein bisschen Whataboutism wegen den anderen Ländern, Aserbaidschan etc. Sie haben auch noch angefügt, Russland kann schnell an andere Länder Gas verkaufen, dann müsste es erstmal diese ganzen Pipelines bauen. Also naja, bei Öl ist es leichter, bei Öl machen sie es schon. Also wir haben jetzt auch ja uns vom russischen Öl mehr und mehr abgeklemmt. Das Öl wird jetzt nach Indien geliefert, Indien verarbeitet das und verkauft uns dann das Diesel, ob das sinnvoll ist. Und beim Gas ist es tatsächlich so, sie bauen jetzt mit Hochdruckpipelines nach China, das dauert. Russland hat aber auch Flüssiggas. Das ist ein sehr viel längerer Weg nach China als zu uns nach Europa. Ja, das wird eine Weile dauern. Von Sibirien, aber sie haben auch Flüssiggas. Sie haben Pipelines in die Türkei zum Beispiel. Zwei schöne Pipelines, wo volles Gas durchfließt. Die Türkei freut sich zurzeit über einen Boom an Direktinvestitionen. Übrigens auch in Unternehmen aus Deutschland, die jetzt in die Türkei verlagern, weil dort die Energiekosten viel, viel niedriger sind, dank auch dieses russischen Gases, weil sich die Türkei eben nicht daran beteiligt. Frankreich ist im ersten Halbjahr diesen Jahres zu einem der größten Importeure von russischem Flüssiggas aufgestiegen. Also andere Länder verhalten sich da anders. Und deswegen finde ich, die deutsche Regierung macht hier eine sehr unkluge Politik. Vielen Dank, Frau Wagner. Es war ein sehr ausführliches Gespräch jetzt hier auf der Ebene des Bundestags, auf der Plenarsaalebene. Vielen Dank. Soweit also war Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, die eben bei ihrer Position bleibt und sagt, Wirtschaftskrieg, das sei ganz klar ein Wort, das man ruhig in den Mund nehmen kann.